Sie werden sagen, dass ich verheiratet war. Sie werden sagen, dass ich bloß ein Prophet war. Donnerstag, 20. September 2012, 15.16 Uhr. Ich bin dein mystischer Gemahl und von daher wirst du weiterhin leiden, um Seelen zu retten. Meine innig geliebte Tochter, die Zeit, dass überall auf der Welt über mich Lügen verbreitet werden, hat begonnen. Wie ich euch früher bereits sagte, werden sie über mich, Jesus Christus, Lügen erfinden und Irrtümer hervorbringen, damit sie meine Gottheit leugnen können. Meine Gottheit ist allmächtig. Ich kam im Fleisch und demütigte mich in einer Weise, welche die Menschen nicht erwartet haben. Ich kam nicht gekleidet wie ein König. Ich tönte nicht laut wie ein König oder rühmte mich als solcher, damit andere Menschen mir zu Füßen fallen würden. Ich befahl nicht anderen Menschen, mich zu bedienen. Stattdessen kam ich, um zu dienen. Ich kam, um für eure Erlösung zu bitten. Um das zu tun, musste ich mich demütigen, indem ich ein Mensch wurde, ein armer Mensch niedriger Herkunft. Obwohl ich als ein Mensch kam, bedeutete das nicht, dass meine Gottheit in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden war. Ich wurde ohne Sünde geboren. Es war mir nicht möglich zu sündigen. Ich mag vielleicht die gleichen Begierden des Fleisches als Mensch gehabt haben, aber ich beging nie eine Sünde, denn das konnte nicht sein. Ich war rein an Geist, Leib und Seele. Ich war in so vielfältiger Weise wie ein Mensch. Aber ich stand von den Toten auf. Die Lügen, die auftauchen werden und durch welche die Wahrheit meiner Existenz durch eine Reihe von Unwahrheiten geleugnet werden wird, werden beginnen, die Erde zu überfluten. Sie werden sagen, dass mein Leib noch immer gefunden werden kann. Sie werden sagen, dass ich verheiratet war. Sie werden sagen, dass ich bloß ein Prophet war. Sie werden dann, noch einmal, versuchen zu beweisen, dass ich ein Irrlehrer war, dass ich gegen Gott gelästert habe. Sie werden jetzt meine Worte, wie sie der Welt gegeben werden, ins Lächerliche ziehen und mich dann ablehnen. Sie tun das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, meine Gottheit zu beschmutzen und mich als einen bloßen Menschen hinzustellen. Der zweite Grund ist, Zweifel betreffs meiner Rolle als der Messias zu sehen. Wie sehr beleidigen sie meinen Namen? Wie sehr verwirren sie meine Anhänger? Hört nicht auf die Lügen. Hört nicht zu, wenn sie versuchen, euch zu überzeugen, dass nicht Gott das Weltall schuf. Denn all diese Ablenkungen sind darauf angelegt, euren Glauben zu schwächen und eure Seelen zu stehlen. Verschließt eure Ohren gegenüber solcher Boshaftigkeit. Schließt eure Augen gegenüber den Unwahrheiten, da jede Anstrengung unternommen wird, um euch zu überzeugen, dass ich nicht der Messias, der Retter und Erlöser der Menschheit war. Wie blind sind sie doch? Wie wenig haben sie dazu gelernt, euer Jesus?